Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen NBA Stadion Vlog. Heute Orlando Magic gegen die Utah Jazz. Der letzte Vlog kam richtig geisteskrank an, erstmal, wo ich Orlando Magic gegen die Brooklyn Nets war. Und ja, ich kann es ja vielleicht jetzt schon euch erzählen, damit die Spannung für die nächsten Vlogs aufgebaut wird. Und zwar bin ich in Orlando nur noch für ein paar Tage und dann geht es für mich am den 2. März nach New York, wo ich dann für euch Stadion-Vlogs von den Brooklyn Nets bringen werde, weil ich habe realisiert, jeder will eigentlich die Brooklyn Nets sehen, jeder will eigentlich Dennis Schröder sehen. Deswegen ab den 2. März in New York, Stadion-Vlogs von Brooklyn Nets. Könnt ihr mal gerne eure Reaktion in die Kommentare schreiben. Ich glaube, das wird richtig nice. Wie gesagt, ich habe es schon in den letzten Vlogs angekündigt, weil New York ist halt, also für mich ist, glaube ich, perfekt, weil ich gebe hier so viel Geld für Uber und so weiter aus. Es ist gerade 17.30 Uhr, das Spiel fängt um 19 Uhr an. Ich würde euch sagen, ich zeige euch mal ein bisschen hier noch die Stadt. Konnte ich aber in den letzten Videos zum Beispiel nicht machen. Dafür kann ich es jetzt machen. Und ja, Paolo Banchero ist übrigens immer noch Game Time Decision. Bedeutet, man weiß nicht, ob er spielt oder nicht. Ich will natürlich ihn unbedingt sehen eigentlich, weil er hat letztes Spiel auch nicht gespielt. Hoffentlich ist er jetzt dabei. Auf jeden Fall, like das Video gerne schon mal. Abonniert diesen YouTube-Kanal, falls ihr noch nicht gemacht habt. Aber wie gesagt, Dennis Schröder Stadionbox wird, glaube ich, sehr, sehr geil. Und ja, ein bisschen die Stadt jetzt zeigen. Also das ist hier gerade meine Sicht. Ist auch wirklich sehr, sehr nah vom Stadion, diese Sicht. Also da ist das Stadion. Da ist das Stadion. Und hier ist diese geile Sicht. Wir haben auch überall an diesen Straßen hier diese kleinen Poster, würde ich jetzt mal einfach sagen. Sehen richtig, richtig nice aus. Gibt auf jeden Fall nochmal einen coolen NBA-Vibe, bin ich euch ehrlich. Da hinten zum Beispiel ist noch Franz Wagner. Gehe ich jetzt nicht hin, aber ja. Gibt nochmal einen sehr, sehr coolen Vibe, finde ich. Und ich muss auch wirklich sagen, ich freue mich richtig auf New York, weil ich kann euch da so viel zeigen, noch in den Stadion-Vlogs. Weil ich werde da auch viel unternehmen. Ich gehe ja da nicht nur wegen den Spiel hin, also wegen den Brooklyn Nets hin, auch wenn das natürlich ein sehr, sehr großer Teil ist. Ich gehe da auch zum Beispiel hin, weil da sehr, sehr viele Sportkartenshows sind. Und ich habe viele Sportkarten oder viele Basketballkarten eher mitgenommen, die ich hier verkaufen will und auch traden will, andere kaufen will und so weiter. Da kann ich euch auch mitnehmen. Und in New York natürlich, Digga, so viele Foodplätze, so viele geile Shops, wo man einkaufen kann. Da kann ich euch so viel zeigen. Ich habe so Bock einfach drauf. Orlando ist auch sehr, sehr nice. Also besser als Indiana auf jeden Fall. Aber New York wird, glaube ich, nochmal, ganz, ganz anderes Level. Hier nochmal ein kleiner Einblick. Die Straßen sehen hier richtig, richtig clean aus, bin ich euch ehrlich. Und auch richtig schön. Jungs, was sagt ihr? Sollen wir hin? Vape und Smoke Shop einfach? Sollen wir hingehen? Vor allem auch Orlando Magic Flagge mäßig, Digga. Das ist crazy. Wir haben auch diese Fußballmannschaft, ne? Orlando City. Weiß nicht, ob da irgendjemand Gutes spielt, aber Messi auf jeden Fall nicht. Vor allem, als ich 2019 auch in LA war, war ich auch beim Fußballspiel, wo Zlatan Ibrahimovic noch gespielt. Ich glaube, Ende 2018 oder Anfang 2019. Ich glaube, Ende 2018. Wo Zlatan Ibrahimovic noch gespielt hat bei der MLS. Und ich, Bruder, ich war schockiert. MLS, Katastrophe, ohne Witz, zweite Bundesliga, ich bin ja HSV-Fan, zweite Bundesliga um dreimal besser als MLS. MLS ist, war damals geisteskrank erst. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber damals war es geisteskrank erst. Let's go, Leute, gerade die News reingekommen. Paolo Banchero spielt heute, let's go. Ich freue mich. Sonst wäre echt kacke, wenn wir ihn beide Tage nicht gesehen hätten. Aber er spielt heute. War Game Time Decision. Er hat anscheinend irgendeine Krankheit. Aber er ist bereit. Let's go. Und das sieht hier einfach wie in den Filmen aus. Dieser Einblick. Finde ich so geil, ey. Hier auch noch. Das sieht einfach genau wie in den Filmen aus. Finde ich so crazy. Und jetzt guckt euch mal bitte diesen Spot zum Chillen an. Geisteskrank. Also ich bin ja gerade von dahin gekommen und jetzt checkt diesen Spot ab. Checkt das ab. Wenn hier so ein Konzert wäre oder so, wäre auch geil. Aber Digga, das sieht geisteskrank. Geisteskrank chillig aus. Lake Eola Park sind wir gerade. Kann ich von da lesen, deswegen. Lake Eola Park.
most historic and widely recognized symbol of the city of Orlando. Okay, that's crazy. Man denkt einfach, Hamburg als da. Nein, Spaß. Aber nein, sieht echt. Sieht echt nice aus zum Chillen einfach. Jungs, vor allem hier chillen einfach. Hier mit einer Pfeife, Bruder. Uff. Uff, uff, uff. Okay, Leute, ich habe hier auch so einen Fliehmarkt entdeckt. Boah, ich sehe auch jetzt schon eine geile Orlando Magic Jacke, ne? Die muss ich auf jeden Fall abchecken gleich. Auch hier mit dieser chilligen Musik, Digga. Ich liebe es. Aber das ist der Spot, wo ich eigentlich hingehen wollte. Hier scheinen so viele geile Sachen zu sein. Guckt euch mal an, wie die aussehen. Die Jacken sehen richtig nice aus. Chicago Bulls hier, Charlotte Hornets. Hier nochmal Chicago Bulls. Die sehen richtig geil aus, finde ich. Ich dachte zuerst, das war für den Orlando Magic, aber doch Charlotte Hornets. Die Jacke sieht auch crazy aus. Die kosten 120 Dollar übrigens, habe ich gefragt. Für mich ein bisschen zu teuer, aber sehen trotzdem sehr, sehr geil aus. Aber was ich krass finde, guck mal. Ich bin Downtown Orlando, ne? Downtown Orlando, 18 Uhr, eigentlich Primetime. Und ich sehe trotzdem nicht viele Menschen. Also es sind mehr Menschen als in Indiana auf jeden Fall, aber es sind trotzdem nicht so, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, hier sind echt viele Menschen in der Innenstadt. Auf Ernst, wenn ich Hamburg Innenstadt gehe, ich sehe mehr Leute. Ich verstehe das nicht. Sind die alle, fahren hier alle einfach mit dem Auto von A nach B und steigen dann auch B aus direkt oder was? Ich verstehe es nicht. Das ist auch ein weiterer Grund, wieso ich zum Beispiel jetzt nach New York fliegen will. Da chillen die Leute auf den Straßen. Also jetzt nicht Penner-mäßig, ihr wisst schon, was ich meine. Was ist das für ein geiles Gebäude, Digga? Was ist das überhaupt? Sieht ganz crazy aus. Ich glaube, das hier ist die beste View von Orlando, die man haben kann, beziehungsweise die ich bis jetzt gesehen habe. Das sieht geisteskrank aus. Okay, Leute, wir sind im Stadion. Eben einfach ein paar Deutsche getroffen. Das ist wirklich geisteskrank. Ja, Halle ist sogar, glaube ich, voller als... Nein, also ich war ja beim Brooklyn Nets Spiel, war ich ja zu spät, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ob die Halle voller ist, aber die ist schon voll dafür, dass es nur die Utah Jazz sind, in Anführungszeichen. Ich zeige euch das mal. Okay, eben war es voller, aber trotzdem, gegen die Utah Jazz finde ich das schon krass. Die haben ja aber auch geile T-Shirts. Das hier von Shaq zum Beispiel sieht nice aus. Und das hier auch einfach. Also ich finde, die Orlando Magic Merch ist wirklich einer der besten, Digga, muss man sagen. Okay, Leute, wir sind angekommen, Lauri Markkanen. Beim Aufwärmen. Wir sind auch direkt hier. Direkt hier bei den schlechten Plätzen ganz vorne, deswegen sind schon gute Plätze eigentlich. Beziehungsweise für meine Verhältnisse gute Plätze, würde ich eher sagen. Your Orlando Magic! From Michigan, number 22. Was für ein geiler Start für die Orlando Magic, Digga. 6-0. Und Paolo Banchero macht den Dreier, der eigentlich Game Time Decision war. Zum Glück spielt er heute. Wir fangen mit einem ausgeglichenen Spiel an. 8 Punkte Gary Harris und 8-10 für die Orlando Magic. Hoffentlich wird das ein spannendes Spiel. Hey! Digga, was für ein geiler Putback-Dunk von Paolo Banchero, Digga. Und das gegen John Collins und Lauri Markkanen. Nicht schlecht. Oh. Hey! Junge, was für ein geiler Hustle von Franz Wagner, Digga. Bruder, der Rebound war schon verloren, er bekommt ihn irgendwie. Ich sag's euch, geisteskranker Spieler. Der Wendell Carter Jr., ne? Seine Tanks immer ganz, 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 ganz ferocious, Digga, auf Ernst. Hey! Digga, die packen G-League-Spieler auf Paolo Banchero, Bruder. Luka Samanic packt der auf Paolo Banchero, bitte. Natürlich macht der da M1, Digga. Okay, der Typ hat es anscheinend persönlich genommen, Digga. Kommt direkt zurück auch mit einem L1. Aber das war wirklich ein G-League-Spieler eigentlich, ne?
verbringt die meiste Zeit in der G-League. Deswegen wundert mich, dass er schon im ersten Viertel jetzt Minuten bekommt. Und der nächste deutsche NBA-Spieler kommt rein. Moritz Wagner drinne. Hey! Digga, Moritz Wagner ist so krass. Der Typ kommt immer direkt rein und macht immer direkt einen Impact. Ich schwöre es euch. Im letzten Spiel war es genauso gegen die Brooklyn Nets. 8 Punkte Führung, Ende des ersten Viertels. Ich habe euch gesagt, Moritz Wagner direkt einen Impact. Reingekommen, 4 Punkte, 5 Rebounds. Und er hat glaube ich, 6 Minuten nur gespielt oder so. Highlight-Play, Digga. 11 Punkte Führung für die Orlando Magic. Hey! Moritz Wagner hat einfach gerade 8 Rebounds und wir sind noch 7 Minuten im zweiten Viertel. Und er macht gerade einen neuen Dunk. 8 Punkte, 8 Rebounds. Ohne Witz, der beste Spieler vom ganzen Spiel bis jetzt. Oh mein Gott, Franz Wagner! Oh. Ey, noch ein Block! Oh mein Gott! Oh. Digga, was für eine Sequenz, Digga, da war so viel los einfach. Franz Wagner, so gute Arbeit geleistet, Lauri Markkanen zweimal geblockt, aber am Ende bekommen die einfach Buckets trotzdem, Digga. Moritz Wagner mit einem Poster! Hey, der beste Spieler vom ganzen Spiel bis jetzt! Ich glaube, er hat die meisten Punkte auch. Er macht einfach Poster, Digga. Ich kann es leider nicht aufnehmen, aber der Typ ist ganz crazy heute drauf. Oh mein Gott! Bruder, was machen die Wagner-Brüder heute, Bruder? Die sind verrückt on fire, verrückt on fire! Moritz Wagner hat auch schon ein Poster heute. Wir haben so Bock. Hey! Junge, was geht ab? Back-to-back Poster Dunks. Back-to-back. Das waren in 2 aufeinanderfolgenden Sequenzen. Oh mein Gott, ich komme nicht klar. Das war so verrückt, Bruder. Unglaublich. Das war von meinen ganzen 5 Spielen, bei denen ich glaube ich war, die beste Sequenz. Unglaublich. Alley-oop. Ey, was wir heute für Highlights bekommen, ne? Das ist insane, Digga. Was für ein geiler Pass von Jalen Suggs einfach. Behind the back pass, Digga. Ich komm drauf, ich klau auf die Highlights heute. Und es ist eine 13-Punkte-Führung für die Orlando Magic. Wo diese Highlights in den letzten Minuten waren ganz, ganz, ganz insane. Noch 50 Sekunden, dann ist Halbzeit. Ey! Digga, wir haben in dieser Halbzeit so viele Highlights bekommen, ne? Ohne Witz, das ist verrückt. Die meisten Highlights, die ich bis jetzt beim NBA-Spiel gesehen habe. Dieses Jahr. Oh! Einfach 2 Punkte Game am Ende. So ein krasser Run der Utah Jazz am Ende noch, damit es nur ein 2 Punkte Spiel ist und das Spiel auf jeden Fall spannend bleibt. Freut mich natürlich. 14 Punkte Moritz Wagner zur Halbzeit, Bruder. Wenn er so weitermacht, hat er 28 im ganzen Spiel. Das ist doch verrückt. Oh, oh mein Gott. Und wir fangen in der zweiten Halbzeit an mit einem ganz verrückten Block von Franz Wagner, Digga. Der Bruder hat kurz Volleyball gespielt und meinte, get that shit out of here, Digga. Ganz, ganz crazy. Ey, ist das normal? Ich hab irgendwie bei jedem NBA-Spiel, bei dem ich jetzt war, mindestens einen Airball gesehen. Irgendwie bekommt man das bei den Highlights nicht mit, aber es ist immer fast ein Airball dabei. Ich weiß nicht, ob das normal ist, aber anscheinend. Hey! Alley-oop nicht geklappt bei den Orlando Magic, dafür bei den Utah Jazz. Und ich glaube, Timeout direkt. Franz Wagner blutet. 30-second official timeout. Okay, krank. Auf jeden Fall
Immer noch knappes Spiel, 59-56. Noch 9 Minuten im dritten Viertel. Der wird gerade behandelt, aber ich glaube nicht, dass es was Schlimmes ist. Oder wohin sollte der Pass eigentlich, ja? Auf jeden Fall, das Spiel ist gerade unentschieden, 62-62. Ich hoffe, das bleibt so, bitte. Wir machen jetzt einfach Skill-Challenge in der Timeout, Digga, wie geil. Ey, krass! Und das Spiel ist einfach immer noch so knapp gerade. 72-71, noch 4 Minuten im dritten Viertel. He's on fire. We can't get it. Look at him go. Oh. Was? Der Typ lässt sich so viel Zeit, um einen Layup rauszuhauen, Digga. Das ist geisteskrank. Auf jeden Fall, Moritz Wagner hat jetzt ein Double-Double. 14 Punkte, 10 Rebounds. Und wir gehen ins vierte Viertel gleich. Und es bleibt spannend. Noch 12 Sekunden im dritten Viertel. Er muss werfen. Boah, das könnte so ein geiles Spiel noch werden, ne? Was für ein geiler Move von Markel Fultz, Digga. Von dem noch gar nichts sehen, dieses Spiel. Und dann haut er so einen geilen Move raus, Digga. Die Halle bebt gerade so krass. 8 Minuten noch im vierten Viertel. Und da spielst du die ganze Zeit hin und her. Die Arena bebt so heftig, Bruder. Ey, das ist so eine heiße Phase im Spiel. Und ich liebe es. Das Spiel geht gerade wirklich die ganze Zeit hin und her. Das ist so verrückt, Digga. 6 Minuten 40 noch. 1 Punkt in Führung für Orlando Magic. Und die machen da so Stimmung. Oh mein Gott. Airball, Digga. Franz Wagner Airball. Oh mein Gott. Dafür das Unentschieden. Was für ein Klatsch-Dreier von Jalen Suggs, Digga. 4 Punkte Führung, 2 Minuten 40 noch zu spielen jetzt. Oh mein Gott, die sagen Foul beim Dreier. Ich glaube das nicht, die sagen Foul beim Dreier, Bruder. Und sein 5. Foul von Jalen Suggs. Er hat einfach alle gemacht, Digga. One Point Game, 2 Minuten 30. Noch 2 Minuten jetzt offiziell. Schöner Block, schöner Block. Schöner Pass. Aber kommt nichts raus. Paolo Banchero mit Mismatch. Double Team auf ihn. Und weiter in Possession. Jungs, das ist hier so spannend gerade. Jalen Suggs ist so klatsch, Junge. Das ist ein zweiter Dreier. 4 Punkte Führung, 1 Minute 30 noch zu spielen. Und Lauri Markkanen verhaut den Dreier. Das könnte es sein für die Magic. Komm, mach den Dagger, Franz Wagner.
Jalen Suggs! Hey! Hey, Jalen Suggs ist so klatsch, Junge! Was macht der Typ gerade? Drei Klatsch-Dreier, Junge! Wow! Junge! Jalen Suggs! Unglaublich, unglaublich! Wirklich! 7-Punkte-Führung! 1 Minute noch zu spielen, ich glaube, das war's! Oh mein Gott, was hat Jalen Suggs gerade gemacht? Ich glaube es nicht! Okay, 1 Minute noch! 7 Punkte! Die Utah Jazz brauchen einen Dreier! Das war's! Franz Wagner! Hey! Das war's, Junge! Franz Wagner mit dem Steal und mit dem Slam! 9 Punkte Führung, 48 Sekunden, das war's! Sie kommen da nicht zurück! Und das ist der Sieg! Sehr, sehr wahrscheinlich für die Orlando Magic! 9 Punkte im Spiel, 40 Sekunden nur noch! Leute, Leute, ey, das war so ein geiles Spiel. Es ist zwar noch nicht vorbei, aber es ist schon so gut wie vorbei. 9 Punkte-Spiel, 32 Sekunden, jetzt 2 Freiwürfe für Paolo Banchero. Meine Stimme ist weg, Bruder. Es war das geilste NBA-Spiel, glaube ich, bei dem ich live war, ohne Witz. Weil es so spannend war bis zum Ende. Das ist crazy, Bruder, das ist crazy. Okay, vielleicht war das LeBron-James-Spiel, wo ich war, besser. Aber das war das zweitbeste NBA-Spiel, auf jeden Fall safe. Und Paolo Banchero bekommt hier MVP-Chance. Und Jalen Suggs ist called out, aber bekommt hier ein Standing Ovation, Digga. Und das war's. Die Orlando Magic gewinnen 107 zu 115. Wow. Junge, was für ein geiles Spiel am Ende, bitte. Das war unglaublich. Papa George, 50% off. Magic win. Okay. Das war selbst das zweitgeilste Spiel, auf dem ich war. Ich sag euch so, wie es ist. Das war geisteskrank geil einfach. Wow, ich muss erstmal drauf klarkommen, Digga. Jalen Suggs, wir sind 3 Dreiern, die so klatsch waren, Digga. Unglaublich. So ein geiles Spiel. Ich komm drauf nicht klar. Ich werde drauf nicht klarkommen. Meine Stimme ist weg. The whole entire game changes. How did you feel? Okay, Jungs, hier nochmal mein Outro, weil im Stadion ging einfach viel zu viel ab. Also, geisteskrankes Spiel. Ich hab's euch in meiner Insta-Story gesagt, es wird ein spannendes Spiel. Ich wusste es einfach. So, ihr könnt in meine Patreon-Gruppe mit reinkommen, könnt mich bei diesen Stadionblocks finanziell unterstützen. Mit einer sehr, sehr kleinen Summe kommt ihr in eine exklusive WhatsApp-Gruppe. Die sind alle, die drin sind. Und ja, falls ihr dabei Interesse habt, erster Link in der Beschreibung. Sonst sehen wir, der nächste Stadion-Vlog wird dann am 2.3. sein und das bei den Brooklyn Nets. Deswegen, darauf könnt ihr euch freuen. Like das Video gerne auf dem YouTube-Kanal für mehr. Und dann sehen wir uns beim nächsten Stadion-Vlog. Haut rein!